Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von Live 3. Ja, mein Lieben, wir sind hier mal wieder am Start nach der kläglichen Scheiterung beim Dorffest, könnte man sagen, obwohl es war eine lustige Zusammenführung. Aber lassen wir es mal so stehen, wie es war. Und wir haben hier einen Anschluss, das Feld noch fertig gepresst mit den Strohrundballen. Es sind da jetzt Gott sei Dank fertig und wen haben wir denn jetzt hier stehen? Müssen wir mal gucken, vielleicht vom LU. Der Herr Ackermann, moin. Ja, guten Tag, Herr Feger. Ja, Sachen, wird das hier langsam zur Tradition mit uns? Wieso, was meinen Sie genau? Naja, immer wenn ich ein Feld pflügen soll, liegen Ballen drauf. Herr Feger, da, ich glaube, da haben wir was verwechselt. Kommen Sie mal mit. Sie sind ja sportlich. Gucken Sie mal hier. Warten Sie mal. Hipsa. Gucken Sie mal hier. Das soll zum Feld gemacht werden, also die Wiesenfläche hier. Ach, okay, da hat sich der Chef nicht gut ausgedrückt anscheinend. Ja, also es war auch so angegeben, dass die Wiesenfläche hier, die sollen sie mir mal bitte umfliegen, weil wir sind ja so im 5-Jahres-Intervall, wissen Sie, mit den Wiesen. Und das ist so alles abgeklärt, das hat alles Hand und Fuß, also das einmal bitte pflügen, komplett. Ja, okay, wie weit geht das hier? Also das müsste vorne mal, wir gucken mal, das geht bis hier. Ja, bis hier hin, an die Bäume. Sie können auch, wenn Sie es hinbekommen, aber ich denke mal, Sie sind da als stattlicher junger Mann, da können Sie hier auch, wo das hohe Gras ist, das können Sie stehen lassen, machen Sie, wissen Sie, wo wir gemäht haben. Für die Bienchen, ne? Genau. Kriegen Sie auf jeden Fall hin, denke ich mal. Sie sind ein guter Mann. Gut. Alles klar, Herr Feger. Ja, ne, deswegen. Und vor allen Dingen, es ist gleich am Hof, wissen Sie. Ja. Na gut, da habe ich auch ein bisschen was zu tun. Ja. Na, ich danke Ihnen auf jeden Fall. Also, wenn Sie gut in der Zeit liegen, Herr Feger, da gibt es natürlich auch ein Trinkgeld. Oh, ja. So kurz vorm Wochenende freue ich mich drauf. Ja, sehen Sie, das hat immer was Gutes, ne? Gut. Guti, ich muss aber auch schon weiter. Ich habe noch einen Pressauftrag. Alles klar. Alles klar, bis später. Jo. Ja, gut. Der junge Mann macht das jetzt und wir setzen uns einfach erstmal hier in den Trecker. Wir müssen nämlich noch für den Guido was pressen. Und vorher müssen wir aber nochmal beim Händler unten anrufen. Vielleicht da auch schneller da. Ja, guten Tag, erster Franz, grüße Björn. Nee, habe ich den Björn oder den Olaf? Den Olaf. Ah, Olaf, grüß dich, servus. Hallo. Du sag mal, Olaf, ich habe ja nur gesehen, ihr habt ja nur die wunderschönen Hühner bei mir abgeliefert, ne? So. Ja. Ist es denn da möglich, vielleicht, dass ihr mir vielleicht mal noch so ein paar Zuckerrüben liefern könntet, eventuell? Zuckerrüben? Ja, also muss nicht viel sein, erstmal für den Anfang bloß ein paar. Ja klar, warum nicht? Und dann hätte ich mal, also das können wir schon mit auf die Liste schreiben und dann hätte ich noch was zu verkaufen. Ich würde das aber erstmal ja aktuell oben am Hof bei mir hinstellen. Ja. Dass ihr das vielleicht mitnehmen könntet. Also nur wenn es möglich ist. Ja, klar. Auf jeden Fall, das wäre eine Presse, also eine normale Rundbeinpresse in der New Holland. Und dann wäre es, warte, da muss ich mal kurz hinlaufen, die Augen sind nicht mehr so gut. Dann wäre es ein kleiner Grubber. Also so ein Raugrubber und ein kleiner alter International, weil ich sag mal so, die alte Technik, die ist zwar schön, aber ich muss irgendwie mit der Zeit gehen, dass das Ganze auch wirtschaftlich bleibt. Ja. Ja, also die drei Maschinen, die stelle ich hier beim Wohnhaus hin, wenn es passt, könnt ihr die mal bitte abholen und gleich, ja, klar, können wir machen. Und gleich zum Händler bringen, also verkaufen, logischerweise, weil ihr seid ja der Händler. Ja, machen wir. Gudi, und dann hätte ich mal noch was. Ja. Ich brauche Kühe. Kühe? Kühe. Ja. Wunderschöne Milchkühe. Ich hätte da gern die Holstein. Ja. Wenn wir da vielleicht so, was würden mich denn 10 Kühe kosten erst einmal? Müsste ich gucken. Würde ich dich gleich nochmal anrufen wieder. Alles klar, so machen wir das. Ja. Gut, Olaf, dann danke ich dir schon mal. Und wenn es zeitnah klappt, gibt es natürlich auch ein schönes Trinkgeld. Ah, super. Wunderbar. Wir werden uns Mühe geben. Na, danke schön. Ich danke dir. Jo. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Gudi, meine Lieben, da klappt das schon mal. Da können wir jetzt uns erstmal die Presse hier schnappen. Und Plan ist jetzt, wie gesagt, wir haben ja dann die zwei Felder, die wir dann bestellen können. Und so, jetzt muss man erstmal gucken. Der Guido hat gesagt, bei ihm auf der 34 von mir runter. Okay, gut, das passt. Okay.
Genau, wir haben ja dann die zwei Felder. Wir pressen jetzt erstmal beim Guido, weil Guido ist ja jetzt noch zugange mit seinem Ladewagen. So, den Ladewagen brauchen wir dann aber, um logischerweise die Strohballen runterzuholen. Und müssen dann allerdings auch mal schauen. Werden uns dann, wenn das mit den Kühen klappt, werden wir uns natürlich auch ein paar Strohballen gleich bei uns lassen. Um logischerweise dann gleich was für die Kühe zu haben. Wo haben wir jetzt hier die Einfahrt? Da hinten, ne? So. Und wenn wir die Strohballen dann verkauft haben, dann werden wir uns unsere Sämaschine schnappen. Und werden dann schon mal das Feld ansehen. Und in der letzten Folge haben wir ja schon gut, beziehungsweise habt ihr mir ja schon super in die Kommentare geschrieben, dass das mit dem Ackergras und auch mit dem Pferd, auch mit dem Pferdegras soweit gut klappt, beziehungsweise dass das wieder nachwächst. Und das ist ja dann doch schon sehr gut. Deswegen werden wir dort ein Feld mit Ackergras machen und das andere Feld werden wir dann schauen wir mal mit Getreide bestücken. Denn wir brauchen ja auch noch etwas für die Mehlproduktion. Deswegen schauen wir da einfach mal, dass wir da gut zugange kommen. Und wenn ihr da natürlich noch mal irgendwie Tipps, Tricks und Kniffe habt, ne, da könnt ihr dann... Hallo. Mäser. Oh, Herr Mäser, ich grüße Sie. Jo, ich bräuchte meinen Drescher. Bräuchten Ihren Drescher? Okay, Herr Mäser. Ja. Ich bräuchte auch was von Ihnen. Ja, was denn? Naja, den ersten Teil der Produktion bei Ihrer Bienenproduktion. Wozu das? Ja, weil es meine ist. Ich habe dort Sonnenblumen reingefahren und Ihnen sogar für 200 Euro Wasser abgekauft, dass Sie das bitte füllen. Ja. Ja, also ist logischerweise das Erste, was da rauskommt, für mich. Aber es war ja kein rechtswirkender... Natürlich, in dem Moment war es halt immer noch auf mich geschrieben. Ja, aber fälschlicherweise. Ja, es ist ja nicht trotzdem, ich habe das Ganze bezahlt. Das ist halt aber doch entschädigt worden. Nee, es ist nicht. Nicht von der Produktion. Also ich habe gehört, dass sie noch eine Rententschädigungssumme bekommen haben. Ja, da haben sie sich verhört. Aber das kam direkt von dem, der sie ihm bezahlt hat. Glaube ich weniger. Wollen Sie mich als Lügner hinstellen? Nein, so würde ich das nicht sagen. Ja. Ich habe einen Gegenvorschlag. Im Gegenvorschlag bin ich ganz ohr. Vielleicht können wir uns ja einigen. Einfach diese Paletten ab, die meine Produktion blockieren. Kein Problem, das kann ich machen. Ich habe da nichts angefasst da unten. Das kann ich machen, das ist absolut kein Problem. Da würde ich Ihnen dann nur umgehend Ihren Mähdrescher vorbeibringen. Das wäre sehr lieb, weil Getreide nämlich reif ist. Ist schon wieder soweit bei Ihnen, oder was? Ja. Jetzt sagen Sie mal, mit was düngen Sie denn das überhaupt, dass das immer so gut wächst? Ganz normalen Mineraldünger. Oh. Ja, das ist halt phänomenal. Also Sie haben da doch schon ein glückliches Händchen. Ich habe, glaube ich, einen sehr guten Boden hier drüben. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, Herr Messer, das ist kein Problem. Wissen Sie denn, wie viele Paletten da überhaupt rumstehen? Ich meine, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 2,5. Okay. Gut, na, ich gucke mir die Sache an, wenn es natürlich eine halbe Palette ist oder so. Ja gut, die lasse ich stehen, da mache ich jetzt keine Treibenbilder. Okay. Das ist jetzt nicht das Ding. Wir wollen ja hier nicht. Also, wir wollen ja nur die Kirche im Dorf lassen, wissen Sie. Ja, klar. So, deswegen. Gut, da bringe ich Ihnen dann zeitnah. Ich bin bloß jetzt leider noch beim Guido unterwegs, aber es dauert nicht mehr lange und da bringe ich Ihnen dann zeitnah auch sofort den Drescher vorbei. Ja, gut. Wäre schön, wenn es zeitnah klappt. Ja, ne, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sind wir ja nicht so. Ich bin auch noch am Feld am Gras einsammeln, aber. Ja, okay. Ich würde gerne heute auf jeden Fall noch dreschen wollen. Ja, ne, das kriegen wir hin. Wenn Sie hier am Gras einsammeln sind, brauchen Sie vielleicht mal jemanden, der bei Ihnen presst oder so. Momentan nicht, aber wenn, würde ich mich melden. Ja, ist kein Problem. Also ich kann auch wickeln, ne? Ich habe natürlich eine Kombination. Ja, das würde sich anbieten wegen der Silage, ne? Ja, deswegen. Also wenn Sie da was haben, sagen Sie einfach Bescheid. Mach ich. Gut, Herr Messer. Wunderbar. Also Herr Messer, ich habe da mal noch ein kleines Anliegen. Ja. Darf ich Sie duzen? Von mir aus gerne, ja. Das ist schön, ich bin der Franz. Maximilian. Das freut mich. Aber Max reicht, Maximilian ist immer so. Es ist immer so ein Ding, wo die Mama früher gerufen hat, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, nee, da bleiben wir bei Max, das passt schön. Jo, alles klar. Alles klar. Gudi, dann machen wir das so. Machen wir so. Im nächsten Mal. Bis dann, ciao. Auf Wiederhören. Gut, da wollte der Fuchs uns natürlich ein bisschen veralbern, ne? So,
Aber wir müssen hier schön Auge machen, ne? Denn ihr hattet recht, liebe Leute, ihr habt das nämlich auch in die Kommentare geschrieben. Und deswegen machen wir da auch definitiv Auge und holen uns das dann wieder. Hörst du mich, klingelt mein Telefon schon wieder, warte mal. Hallo? Guten Tag, Herr Ackermann. Ach, Sempir. Ja, schön. Hallo, Herr Tim. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, also mir geht's super. Und Ihnen, Herr Tim? Mir auch, danke. Mit einem feinen Kaffee in der Hand ist der Tag schon wieder viel besser. Das freut mich total zu hören, Herr Tim. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte tatsächlich noch etwas Geld für Sie. Ach, Sie haben noch ein bisschen... Ah ja, stimmt. Ja genau, da war ja noch was. Ich weiß nicht, ob Sie das haben möchten, aber wenn Sie das möchten, dann würde ich Ihnen das überweisen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten fliegt das LU für eine Woche in den Urlaub. Nee. Herr Sam, lassen Sie mal. Also schicken Sie mal rüber das Geld, bitte. So gern wie ich Ihnen den Urlaub gönne, aber schicken Sie erstmal rüber. Möchten Sie da noch eine genaue Aufstellung? Also da hat es ja um die Ballen gehandelt, die wir da gepresst haben und allem drum und dran, beziehungsweise Sie. Genau. Genau, gut, da bin ich ja noch im Bilde. Mich würde nur interessieren, wie viele Ballen sind denn rumgekommen bei dem Ganzen? Ungefähr, muss jetzt nicht genau auf Punkt sein. Ungefähr etwa 100 Stück. Hola. Ja, hola. Was ist Guten Tag. Immens viel. Ja. Da können Sie manchen Stall einstreuen. Auf jeden Fall. Hab ich nur vor, wenn's beißt. Ja, ich glaube mit Silage nicht so toll. Nee, wenn dann schon mit Stroh, das ist ganz klar. Weil Stroh macht die Kühe froh, sag ich immer. Ja. Sehen Sie? Ja, haben Sie schon angewiesen oder was? Nee. Nee, es fliegt jetzt los. Ah ja, das ist gut. Holla, die Waldfee. Holla. Die Kosten für unsere Arbeit schon abgezogen. Ah, die sind schon abgezogen? Ja. Oh, Herr Temp, das ist ja bombastisch. Das ist ja... Ich nicht. Das Geld fehlt jetzt auf unserem Konto. Ja gut, aber bei mir auf dem Konto ist es ja gut aufgehoben, Herr Temp. Glauben Sie mir. Ich glaube nicht. Das geht bei Ihnen schneller weg. Als bei uns. Naja, nicht so richtig. Aber warten wir mal ab. Vielleicht haben sie ja doch recht. Das ist schneller weggegangen. Wir werden sehen. Genau so ist es, Herr Zem. Ackermann? Ja, geht's. Ich hätte noch was anderes. Immer was anderes. Ich würde mich später noch mal melden wegen den Kosten für diese Veranstaltung bei uns. Was geht denn mich das an? Sie waren der Veranstalter. Veranstalter haben Sie gewisse Kosten und Gebühren, die Sie tragen müssen. Da müssen wir noch mal reden, Herr Zemp. Und zwar geht es da um Folgendes. Es stellte sich dann raus, bei der kompletten Veranstaltung, dass wir das nur für den Herrn Schwagala und für den Ordnungsbeamten Ignaz und den Schweiger ausgerichtet haben. Und die haben uns dort auch wortwörtlich gesagt, dass das quasi ihre private Veranstaltung ist und sie nur zwei gesucht haben, die das Ganze in die Hand nehmen und hinstellen. Also müssten Sie sich dann bitte an diese Personen wenden. Ich persönlich, beziehungsweise der Guido und ich, haben damit finanziell gar nichts am Hut. Aber Herr Ackermann, auf unserem Vertrag hier über die Benutzung sind Sie angegeben als... Nee, kann nicht sein, ich habe nicht unterschrieben. Das ist ein automatisch erstelltes Dokument, welches alle Kontaktdaten enthält, sowie die Ansprechperson und die verantwortliche Person. Und wem kann denn das schreiben? Und Sie sind
da eingetragen. Von wem kam denn das Schreiben? Mit dem Herrn Regner als verantwortliche Person. Gut, also ich kann Ihnen schon mal sagen, also von mir kriegen Sie da kein Geld. Weil ich weiß weder von irgendeinem Schreiben oder sonstigem, also von daher begeht mich das nicht an. Ja, aber Sie waren die Person, die uns angefragt hat und das Ganze im Auftrag vom Herrn Schwagerl. Ich habe nur im Auftrag gehandelt. Mir ziemlich egal. Ja, das ist aber rechtlich gesehen nicht egal. Können Sie das Ganze bei Herrn Schwagerl zurückfordern? Ja, nö. Also ich bezahle nichts, weil ich habe nur im Auftrag gehandelt, von daher. Sind Sie bei mir an der falschen Adresse? Wir werden sehen. Definitiv. Respektive Sie werden sehen. Ja, ich bezahle dennoch nichts. Das ist eine ganz linke Nummer. Wenn Sie sehen, dann haben Sie gesehen. Ja, definitiv. Definitiv. Okay, dann werde ich Ihnen die Rechnung so versenden und dann hören wir voneinander. Ja, ich bezahle nicht, kann ich stecken lassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Ackermann. Ja, Ihnen auch, Herr Temp, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Er hat wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, oder was? Also jetzt mal ohne Scheiß, jetzt geht's wohl los. Wir bezahlen hier gar nichts. Und meine lieben Zuschauer, ihr könnt da natürlich sehr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Denn das ist... ganz einfach kompletter Humbug, muss man sagen. Denn wir haben ja, wie es sich herausgestellt hat, für den Schwagerla und den Ignaz und den Schweiger, das Ganze, hier liegt immer noch ein Schwad, den müssen wir gleich mitnehmen, für die quasi das ausgerichtet, wie auch immer. Und deswegen, ja, wir wurden ja knallhart da irgendwie komplett verarscht, muss man sagen. Deswegen... Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Aber ich bin der Meinung, dass es uns finanziell gesehen nichts angeht. Das Ganze. So, kann mich da auch irren, ne? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. So, alleine schon von dem Mysterium her, dass da irgendwie ein Schreiben existieren soll oder wisst der Geier was. Also, ja. Bin ja nicht ganz auf der Wurst zur Beherr gekommen, ne? Muss man mal dazu sagen. So, jetzt nehmen wir den Schwarz hier mal noch mit auf. Halt blöd, dass schon wieder leicht nachgewachsen ist. Und was haben wir denn hier? 100, so, Silageballen haben wir halt nicht, ne? Silageballen haben wir nicht. Gut, aber macht nichts. War ja noch irgendwo was. Und ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, das Ganze anbelangt. So, wir werden jetzt hier... Müsste noch irgendwo was sein. Hinten ist natürlich... So, wenigstens noch ein bisschen. Komm schon, noch ein bisschen, dass wir hier noch einen Ball rausbekommen. Das wäre phänomenal. Oh, hier liegt noch ein bisschen was. Jawohl. Oh, gut, wir haben noch einen Ball bekommen. Den können wir jetzt natürlich noch wickeln lassen. So. Wunderbar, da klappt das nämlich auch. Derzeit können wir schon mal hier fortdangeln. Dann können wir dann auch den Guido nachher anrufen und können das dem Guido Bescheid geben, dass wir hier soweit fertig sind. Und ja, schauen wir mal, ob die Händler schon unsere Maschinen abgeholt haben. Dann sind wir mal ehrlich. Ihr hattet ja auch geschrieben, die Presse, die Kleinball, also die Kleinen, die kann weg. Die brauchen wir nicht. Und habt ihr auch recht. Deswegen geht die auch fort. Und wir schauen dann mal, wenn wir dann den Ladewagen haben, dass wir dann die Ballen abfahren können. Haben wir das Feld frei, dann geht es dann dort mit dem Bestellen weiter. Damit das erstmal soweit fertig ist, müssen wir sehen, dass die Kühe rechtzeitig kommen. Wir dort dann auch gleich nahtlos anknüpfen können. Und dann wird es, denke ich mal, auch schon wieder sein, dass wir hier mähen können. Da müssen wir aber mal schauen. Vielleicht gibt uns der Guido nochmal seine Mähtechnik. Vielleicht sollten wir uns aber auch eigene Mähtechnik kaufen. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten müssen wir einfach mal schauen, wie wir das Ganze handhaben. So.
Natürlich erstmal. Ich habe natürlich auch geschrieben, betreffend den Hof aufräumen. Das werden wir auch noch machen, auf jeden Fall. Allerdings werden wir jetzt erstmal hier hinfahren. So. Wenn wir hier erstmal ordentlich schön an die Seite. Dann holen wir hier unsere Sämaschine. Toll. Franz, das hast du wieder ganz toll gemacht. Ah gut, wir kommen raus, das passt. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Ah, der Feger hier drüben, das ist schon ein guter Arbeiter. Der ist, ja, das sieht schon echt gut aus, wie ihr das hier vorne so handhabt. Und ganz ehrlich sagen, das sieht schon richtig, richtig gut aus. So, okay, hier haben wir Weizen drin. Was wir aber noch brauchen, ist definitiv, wir brauchen dann noch einen Düngerstreuer, den werden wir uns zulegen. Denn den Düngerstreuer müssen wir sehen, dass wir da auch, dass wir da dann auch logischerweise erstmal kalken. Müssen wir dann auch gleich noch gucken. Allerdings, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gern das Däumchen da. Denn ihr wisst ja, ein Däumchen ist ein Träumchen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so unsere Herangehensweise bisher findet, was wir vielleicht noch machen könnten, wo ihr noch Potenzial seht. Ne? Könnt ihr gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Und ich sage erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.